Österreich hat gewählt und in Kürze werden wir dann hoffentlich eine neue Regierung haben und diese Regierung wird sich dann wahrscheinlich ein Regierungsprogramm basteln. Und wir erzählen euch heute, was unserer Meinung nach in diesem Regierungsprogramm aus dem Blickwinkel des Umweltschutzes bzw. des Umweltrechts zumindest drinnen stehen sollte. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Niederhuber von der Umweltrechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Und nach der Wahl ist meiner Meinung nach der richtige Zeitpunkt, um mal zu sagen, auch wir Umweltrechtler wollen, dass in diesem Land ein bisschen was weitergeht. Der Leidensdruck ist relativ groß. Wir brauchen Reformen, die einerseits dem Wirtschaftsstandard gerecht werden und andererseits die Gesichtspunkte des Umweltschutzes und der Öffentlichkeitsbeteiligung berücksichtigen. Und dazu folgende fünf Vorschläge. Vorschlag Nummer 1. Wir brauchen ein einheitliches Anlagenrecht. Es geht hier um das Recht der Genehmigung von Betriebsanlagen, von Energieerzeugungsprojekten, von Infrastrukturprojekten. Und wenn man jetzt glauben würde, da käme man in Österreich mit einem oder mit zwei Gesetzen aus, dann täuscht man sich. Wir haben den Luxus, dass wir dafür bis zu 100 Gesetze haben und das führt in der Praxis einfach zu Komplikationen und zu Schwierigkeiten. Da kann schon mal passieren, dass der Betreiber einer Abfallbehandlungsanlage mit seiner Anlage jahrelang von der falschen Behörde genehmigt wird, weil das ist die Gewerbebehörde und das fällt weder der Behörde auf noch dem Anlagenbetreiber. Unser Vorschlag ist relativ simpel. Wir sagen, wir hätten hier gerne ein einheitliches Anlagengesetz. Da kann durchaus der Bund einmal sozusagen beginnen und dann schauen, ob die Länder sukzessive mitziehen. Vorschlag Nummer 2. Wir möchten die Kompetenztatbestände unserer Verfassung bereinigen. Unsere Verfassung ist toll, aber sie hat schon fast 100 Jahre auf dem Buckel und da gibt es Anpassungsbedarf. Zwei EU-Richtlinien im Umweltrecht, die Seveso-3-Richtlinie und die Industrieemissionsrichtlinie, sind in Österreich nicht, wie man jetzt glauben würde, in zwei Rechtsakten umgesetzt worden, sondern wir benötigten dafür 55 Gesetze bzw. Gesetzesänderungen, davon alleine 41 auf Landesebene. Wir haben zusätzlich noch 9 Bauordnungen in Österreich, 9 Naturschutzgesetze, 9 Landesstraßengesetze. Das ist alles viel zu viel für ein Land dieser Größe wie Österreich. Unser dritter Vorschlag. Wir brauchen ein modernes Verwaltungsverfahrensrecht. Auch das Verwaltungsverfahren ist heillos zersplittert. Das Verfahrensrecht muss ja im Wesentlichen zwei Sachen können. Zum einen soll die Öffentlichkeit zu Wort kommen. Zum anderen soll das Verfahren aber auch zügig geführt werden, sodass der Anlagenbetreiber in absehbarer Zeit zu seiner Entscheidung und hoffentlich auch zu seiner Genehmigung kommt. Das muss man straffer gestalten, meiner Meinung nach dem Vorbild der Zivilprozessordnung. Mein vierter Vorschlag. Behörden- und Sachverständigenapparate sind besser finanziell und personell auszustatten. Das ist ein bisschen ein eigenartiger Vorschlag, weil wir wollen ja alle sparen im Bereich der Verwaltung, das will ich auch. Aber Kürzungen muss man intelligent vornehmen, da kann man nicht mit dem Rasenmäher drüber gehen. Und die Behörden- und Sachverständigenapparate, die operativen Abteilungen, die brauchen einfach ausreichend Personal, um ihren Aufgaben auch gut nachkommen zu können. Unser letzter und fünfter Vorschlag, wir brauchen eine Ausbildungsoffensive. Umweltrecht ist wirklich kompliziert. Wir schlagen eine Art Umweltrechtsakademie vor, um Behörden, vor allem aber um die Verwaltungsgerichte entsprechend zu schulen, sodass die Verfahren dann auch mit der gebotenen Qualität geführt werden können.